Guten Abend. Das war ein ziemlich rabenschwarzer Tag für die Commerzbank, nachdem die Krisenbank ihre Jahresziele zusammengestrichen hat. Fiel dann auch die Aktie auf ein Rekordtief von 5,22 Euro. Über 8% ging es nach unten. Insgesamt kann man sagen, für den gesamten Sektor der Banken ist es zurzeit nicht leicht. Alle Werte verlieren zum Teil relativ deutlich. Übrigens auch Volkswagen, da tut man sich nicht leicht. Jetzt nachdem Südkorea die Zulassungen reihenweise gestrichen hat und gegen Volkswagen im Abgasskandal eine Millionenstrafe verhängt, auch diese Aktie unter Druck. Und übrigens auch Bayern macht einen auf Seoul. Auch Bayern will Volkswagen verklagen. Wir schauen voraus auf morgen, auf Mittwoch, die wichtigsten Termine und Quartalszahlen. Zunächst einmal der Blick nach China mitten in der Nacht, der Einkaufsmanager-Index für die Dienste, für die Dienstleistungen. Wir erwarten eine kleine Verbesserung auf 52,9 Punkte. Später um kurz vor 10 gibt es dann den gleichen Wert, also den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen hierzulande in Deutschland. Und da sind wir mit 54,6, den erwarteten Wert, relativ kräftig im Plus. Und dann um 10 Uhr das ganze Spiel nochmal eurozonenweit. Hier erwarten wir dann 52,8 Punkte. Das ist genau der Wert, den wir letzten Monat gesehen haben. Wir schauen weiter voraus dann auf den Arbeitsmarkt der Amerikaner, den ADP-Arbeitsmarktbericht ohne Agrar, also die private ADP-Agentur. Vergangenen Monat hatten wir 172.000 Stellen geschaffen. Dieses Niveau soll es etwa wieder sein. Und dann nachmittags 16.30 Uhr der Blick in die Öltanks der Amerikaner, der Rohöllagerbestandsbericht. Vergangene Woche hatten wir einen leichten Zuwachs erlebt, hier von 1,7 Millionen Barrel. Das war's von der Terminseite. Wir schauen noch ganz kurz auf die Quartalszahlen. Aus der ersten Börsenreihe haben wir morgen Continental und die Deutsche Post. Im internationalen Business sind sicherlich zu nennen Tesla und Time Warner. Und aus der zweiten Börsenreihe haben wir diese Teilnehmer: KUKA, Norma, Rational, Axel Springer und die Ziegelsteinerfinder Brass Monnier. Einen schönen Abend.